Herzlich willkommen bei den ProGamers. Ich bin Joshua und neben mir sitzt der Experte. Kaffee, hallo. Wir präsentieren euch heute das Spiel Rainbow. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Auf welchen Konsolen kann man Rainbow denn spielen? Rainbow kann man auf der PS4 spielen, auf der Xbox One, auf der Wii U, auf der Nintendo 3DS. Man kann die auf der Switch spielen und auf dem PC. Und wir persönlich haben Rainbow auf der Switch gespielt. Ab welchem Alter ist denn Rainbow freigegeben? Rainbow ist ab 6 freigegeben. Zu welchem Genre könnte man das Spiel nennen? Das ist ein Jump'n'Run eher so Spiel. Also für die Jump'n'Run Freaks, Lover, was auch immer, wäre es ein gutes Spiel, ja. Wer ist denn der Spieleentwickler? Der Spieleentwickler ist 13AM Games. Wann wurde das Spiel denn veröffentlicht? Das Spiel wurde am 3.3.2017 veröffentlicht. Wenn mich mein Gedächtnis enttäuscht, ist das Spiel mit der Nintendo Switch rausgekommen, oder nicht? Genau, das war einer der ersten Spiele. Denn was ist denn das Besondere an den Spielmodi? Oh, wir haben mehr Spieler. Man kann auch alleine spielen, was ich nicht unbedingt selber witzig finde. Es gibt Modis zum Beispiel wie Arena oder Abenteuer oder vielleicht King of the Hill. Rainbow hat verschiedene Charaktere. Wo stammen sie denn ursprünglich? Ja, genau. Zum Beispiel Shuffle Knight, auch ein Charakter, kommt vom Spiel Shuffle Knight. Kennt wahrscheinlich nicht. Und auch der Charakter Drift kommt vom Spiel Hyper Light Drifter. Von einer Skala von 1 bis 5, welche Note würdest du das Spiel geben? Ich würde dem Spiel eine 3,5 geben. Man kann es nur lokal spielen oder alleine, aber alleine finde ich nicht witzig sowas. Und ja, dafür gibt es Minuspunkte. Und ich finde die Charaktere, also die Art von den Charakteren, finde ich auch nicht wirklich besonders. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Tschüss.